Ich bin schockiert. Nachdem ich diesen Post von Radio FM zur Shoyoka-Thematik auf Instagram gelesen habe. Darin gibt es nämlich diesen Ausschnitt hier. Die Videos haben Titel wie Shoyoka Meltdown, dreht sie jetzt komplett durch. Kanäle wie KuchenTV oder Montana Black verdienen nicht wenig Geld damit, Pseudo-Aufdeckungsvideos über die angeblichen Fehlungen von Shoyoka zu machen. Mit teilweise sexistischen Aussagen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was KuchenTV denn für meine Videotitel kann. Denn ja, ihr habt richtig gehört, das ist mein Videotitel, der von Radio FM4 hier einfach genommen wurde und in den Gesamtkontext zu KuchenTV und Montana Black gepackt wurde. Was an sich ja schon mal super unprofessionell wirkt, denn wenn ihr doch über KuchenTV und Montana Black reden wollt, nutzt doch einen Videotitel von KuchenTV oder Montana Black, aber anscheinend haben sie bei denen keinen schlimm genugen gefunden und dann einfach meinen genommen, weil der halt wirklich sehr, sehr schlimm und böse war. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg, aber schauen wir uns doch den gesamten Post an. Die Überschrift: Hass im Netz. Streamerin Shoyoka als Feindbild. Die Aussage müsste man erstmal in zwei Teile trennen. Hass im Netz ist natürlich ein Problem und jeder vernünftige YouTuber, der zu ihr Videos gemacht hat, hat sich auch davon distanziert und dagegen ausgesprochen. Ich bin absolut dagegen, dass Shoyoka irgendwelche beleidigenden oder bedrohenden Nachrichten bekommt, natürlich. Aber was können wir denn jetzt dafür, dass es ein paar Idioten gibt, die das aus unseren Videos ableiten? Es gibt doch sicherlich auch Shoyoka-Fans, die irgendwelche doofen Nachrichten an KuchenTV geschrieben haben. Soweit ich weiß, wurde sein Sohn schon mehrfach bedroht. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das Fans von Shoyoka sind, aber prinzipiell kann das erstmal passieren und dafür kannst du nichts, solange du dich davon distanzierst. Weiter geht es mit Streamerin Shoyoka als Feindbild. Und da muss man sagen, ja natürlich ist Shoyoka ein Feindbild. Hier oben in meinem Video letzte Woche, denke ich, habe ich ganz gut aufgezeigt, warum Shoyoka einfach super kritikunfähig ist, random gegen irgendwelche Leute schießt und, was ich so ziemlich das Schlimmste fand, Dorian einfach als Nazi bezeichnet hat. Imp hatte unter anderem ein Format mit einem Neonazi. Weiter mit dem Artikel. Seit rund einem Jahr gibt es auf Twitch und YouTube Wellen der Aggression gegen die 26-jährige Content-Creatorin Pia Stolz, bekannt als Shoyoka. Und allein dieses Wellen der Aggression regt mich schon auf. Ein absolut nichtsaussagender und belangloser Satz. Denn wo genau fängt denn für euch die Kritik an und die Wellen der Aggression hören auf? Oder was ist denn die Definition von Aggression in dem Fall? Sagt doch von mir aus ganz konkret, ja, dieses Trinkspiel von KuchenTV im Twitch-Stream letztes Wochenende hätte nicht sein müssen oder da kamen Sprüche aggressiv rüber. Okay, dann hast du was ganz Konkretes gesagt. Aber ich meine, Kuchen bleibt in seinen Videos die allermeiste Zeit komplett sachlich. Zeigt einen Clip von Shoyoka, zeigt dann entweder einen anderen Clip von ihr, wo sie sich widerspricht, oder sagt seine Meinung zu diesem Clip. Ja, und dann kommt einfach hier Radio FM4 und sagt, Wellen der Aggression. Was genau möchtest du dazu sagen? Es ist einfach kein Argument. Aber machen wir mal weiter. In ihren Streams setzt sie sich meinungsstark für soziale Themen ein. Unter anderem die Rechte von Frauen und queeren Menschen. Ja, und sie macht das ziemlich schlecht. Also, sie kann ja gerne sagen, dass sie das tut und dass sie das möchte, glaube ich ja auch, aber wenn sie die ganze Zeit einfach nur super dämliche Takes bringt, man nichts machen muss, außer das ganz einfach gegen zu argumentieren und eigentlich jeder erkennt, wer hier argumentativ gewonnen hat, dann setzt du dich nicht mehr für die Sache ein. Damit schadest du der Sache an sich. Durch ihre Äußerung ist Shoyoka ins Visier von StreamerInnen und außen geraten. Aus dem Hickhack zwischen Content-CreatorInnen und außen ist ein Online-Mob geworden, der auf die Streamerin losgeht. Ja, und hierbei wurde einfach mal wieder der Unterschied zwischen Videos, in denen sachlich gegen sie argumentiert wird, und einfachen Hate-Nachrichten, die sie bekommt, weggelassen. Ist anscheinend jetzt genau das gleiche, zumindest wenn man im Team von Radio FM4 sitzt. Ein sehr schönes Zitat, wie ich finde, ist das hier. In der Gaming-Szene gibt es einige Accounts, die antifeministisch und anti-woke sind. Shoyoka ist für diese Szene ein beliebtes Feindbild geworden. Es wird mal wieder nicht gesagt, um wen es sich handelt, was genau antifeministisch und anti-woke bedeuten soll und warum das so ist, irgendein Indiz, ein Fakt, wird hier auch nicht mitgeliefert. Das ist einfach irgendein Zitat. Okay, dann kam dieser Slide, wo mein Videotitel erwähnt wurde und weiter geht es hiermit. Die Eskalation im Netz wird vom Algorithmus belohnt und bringt hohe Klickzahlen, sowohl für die Streamerin als auch für ihre GegnerInnen und außen. Doch nicht nur die Views steigen, sondern laut Shoyoka auch die Anzahl der Droh- und sexistischen Nachrichten.
An sich finde ich es zwar schon ganz interessant, warum sie noch nie so eine Drohnachricht eingeblendet hat, aber ich glaube es ihr trotzdem, denn es ist ja eigentlich ganz logisch, dass sie mehr Nachrichten bekommt. Denn vor einem Jahr wusste ich zum Beispiel auch nicht, wer Shuyuka ist oder was sie macht. Das fing erst da an, als sie zu Hogwarts Legacy-Thematik auf absolut dümmste Art und Weise Gronkh angepöbelt hat und KuchenTV diese ersten Videos zu ihr gemacht hat, die auch super viel Reichweite bekommen haben. Denn man muss es einfach mal so sagen, wenn eine Person absolut dumme Aussagen bringt, die man gut ausargumentieren kann, ist das einfach richtig unterhaltsam zum Zusehen. Und durch ihre wachsende Relevanz kann es natürlich sein, dass unter den Leuten, die sie kennen und die Videos gegen sie anschauen, ein paar absolut dumme Idioten dabei sind, die jetzt sagen, dass sie ihr irgendwelche Drohnachrichten schicken sollen. Aber zu sagen, wir alle machen jetzt keine Videos mehr über sie, weil es könnten ja ein paar Idioten dabei sein, die anschauen, ergibt einfach keinen Sinn. Wir sollten uns einfach davon distanzieren und auf sachliche und argumentative Kritik beschränken. Abseits des hohen mentalen Drucks wird die Causa mittlerweile auch juristisch relevant. Stichwort Rufschädigung. Ja, Shuyuka schädigt ihren eigenen Ruf, aber sonst tut das eigentlich auch niemand. Also zumindest niemand, von dem ich Videos gesehen habe. KuchenTV schadet deinem Ruf, aber nur mit deinen eigenen Aussagen. Also du hast mir noch nicht eine Aussage von ihm zeigen können, die nachweislich auf dich bezogen einfach faktisch gelogen war. Mach das doch einfach mal. Wenn alles aus seinen Videos falsch ist und er da tausendmal drin lügt, zeig mir eine Aussage, wo er sich einfach ganz klar widerspricht und maybe stimme ich dir dann zu. Aber ich habe sowas einfach noch nie gesehen und ich habe ja auch mit Kürcho geredet, der hat 2 Stunden vor sich hergelabert und mich nicht zu Wort kommen lassen. Er konnte mir auch nicht ganz genau sagen, wo KuchenTV die ganze Zeit lügt. Zu dem Artikel kann man einfach nur sagen, super oberflächlich gehalten, keine konkreten Aussagen oder Namen getroppt, irgendwelche Leute zitiert, Hauptsache pro Shuyuka und einfach überhaupt keine Aussage drin. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten. Und außen.